Und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Guide-Video hier auf meinem Kanal. Und herzlichen Dank an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Worum geht's heute? Ja, wir wollen das Buch finden, den Find the Ars Gouda. Das ist dieses kleine, wunderschöne, hübsche Büchlein hier. Und wir sind auf der Map Dairy Plant. Viele von euch wird das ein Begriff sein, welche Map das ist. Ihr seht das hier im Hintergrund. Wir können auch mal kurz mal hier rausgehen. Ihr seht halt hier jetzt die Map, welche das ist. Ja. Und wenn ihr die Map beginnt, dann habt ihr sofort wieder so einen grünen Pfeil unten, der euch in die Richtung lotst, wo dieses Buch halt ist. Und ihr seht hier, es ist halt relativ in der Nähe vom goldenen Ring, der halt vom Startpunkt unten ist. Und wir gehen halt einfach rein und wir sammeln das auf. It permanently allows to access the list of defeated enemies from the main menu. Das getten wir jetzt einfach mal, ja. Um das mit unserem perfekten Englisch zu sagen. So. Find the Ars Gouda, unlocked bestiary. Done. Gut. Und hier unten haben wir jetzt eine neue Schaltfläche, wie ihr seht. Da das sogenannte Bestiarium. Ja. Hier sehen wir die verschiedenen Stufen von den Bestien und wir sehen hier die Lebenspunkte 1 bis 5, Power 5, Speed 140. Und da könnt ihr hier jetzt durchklicken und seht alle Gegner, die ihr quasi schon mal besiegt habt und habt dann hier sozusagen ein paar Daten. Skills, HP mal Level, Fixed Direction. Das müsst ihr euch mal überlegen, ja. Also die sind ja hier aus dem Gallo Tower, ja, und je stärker ihr seid, desto stärker werden die halt auch. Ja, genauso wie die hier schön hier, Stage Killer, HP mal Level, Lionheart genauso, ihr seht halt schon hier gerade was sogenannte Boss-Gegner angeht, skalieren die mit eurem Level. Ja, das ist das Bestiarium, das ist halt, das eine Evolve gewesen mit dem sogenannten Käsebuch. Find the Ars Gouda. Ich bedanke mich ganz herzlich und hoffe, das Video hat euch geholfen. Bleibt super gerne mit einem Daumen nach oben am Start. Und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr Bock auf Vampire Survivors habt. Würde mich mega freuen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und sage bis dahin, tschüss.